Herzlich willkommen zum heutigen Unboxing. Heute haben wir für euch die Memoirs Box von Caliban. Alle weiteren Informationen zu diesem Album, der Tracklist und dem Boxinhalt, sowie natürlich auch die Links zum Album und zur Box findet ihr wie immer unter diesem Video in der Videobeschreibung. Memoirs von Caliban, das Ganze aus dem Jahr 2017. Wir haben hier mal wieder eine Box aus dem Bereich Rock. Ja, es ist, um ehrlich zu sein, gar kein richtiges Album, sondern es ist eine Compilation, mehr oder weniger ein Best-of, eine Zusammenfassung der letzten Jahre von Caliban. Und zwar haben wir hier diverse Alben, als auch EPs drinnen. Ja, wir haben hier eine recht kompakte Box, also etwas flach das Ganze, quadratisch gehalten. Hier lesen wir den Albumtitel Memoirs, daneben Caliban und darunter 2009 bis 2017. Ja, das sind die Jahre, die hier abgedeckt werden, beziehungsweise die hier mit drinnen sind. Dann das Ganze hier in so ein ganz wildes Ornament gepackt. Also wir haben hier wirklich so ganz viele verschiedene Elemente von ja, Augen bis Totenköpfen bis hin zur Blume des Lebens. Also hier ist echt einiges los. Sieht auch ziemlich spirituell aus in meinen Augen. So, auf der Seite auch wieder zu lesen, Caliban Memoirs. Oben ebenfalls und links genauso. Auf der Rückseite, genau, hier haben wir die Infos zu diesem Inhalt, beziehungsweise ja, was alles hier drin steckt. Wir haben hier nämlich, wie gesagt, vier Alben. Das sind die vier Alben. Say Hello, dann haben wir Say Hello to Tragedy, I Am Nemesis, Coverfield, Ghost Empire und Gravity. So, hier sind jetzt fünf aufgelistet. Wieso? Wir haben hier vier Alben und zwei EPs, nämlich hier die Coverfield EP, waren ursprünglich zwei EPs, die hier eben zusammengefasst sind. Ja, dann haben wir noch die Beteiligten, das Ganze erschienen über Century Media Records, darunter ein Barcode. Und dann würde ich sagen, schauen wir mal rein. Die Box ist auf 3000 Stück limitiert. Ja, und genau das können wir auch hier lesen. Also wir haben hier nochmal das Cover quasi, hier auf diesem Zettel. Und in der Mitte lesen wir, Your copy is number 0804. Also die Nummer 804 ist meine von 3000. Ja, das gefällt mir gut, dass man das hier mit der Boxanzahl transparent gestaltet. 3000 Stück gibt es davon in Umlauf und man hat das auch wirklich hier schön individualisiert, weil man es eben durchnummeriert hat. So, von innen sieht das Ganze in schwarz aus. Von innen ist das Ganze in schwarz. So, und jetzt kommen wir zum Inhalt. Wir haben hier einmal ein sehr, sehr umfangreiches Booklet. Dazu kommen wir noch. Dann haben wir diverse Sticker und das letzte hier scheint kein Sticker, das ist hier so ein Flyer, okay. Dann haben wir natürlich die Alben bzw. die EPs und die kommen allesamt in Papphüllen. Gut, dann würde ich sagen, starten wir direkt mal mit dem Booklet zuerst. Das sieht so aus, also das Design wie auch schon auf dem Boxdeckel. Ist ein ziemlich dickes Booklet und dann werfen wir einen Blick hinein. So, hier geht's los mit Say Hello to Tragedy. Das ist auch das älteste Album aus dieser Box aus dem Jahr 2009. Alles klar, also wir haben hier einerseits ein Foto der Bandmitglieder und hier hat man dann tatsächlich die einzelnen Songs mit Lyrics erfasst. Also, das Album aus dem Jahr 2009, Say Hello to Tragedy, ist hier wirklich komplett Track für Track erfasst. Hier haben wir dann auch noch die gesamten Album-Credits. Ist leider echt schwer zu lesen so, weil dieses Schwarz-Grau und dann Weiß, aber ich denke, es geht so halbwegs. Dann hier nochmals die Bandmitglieder. Sieht so aus wie Backstage bzw. eine Toilette. So, dann kommen wir zu einem Foto eines Live-Auftritts und zum nächsten Album, nämlich I Am Nemesis. Das ist aus dem Jahr 2012. Geht hier dann los. Auch wieder ein Foto und alleine hier sieht man schon heftige Veränderungen. Also
zwischen diesen beiden Alben liegen, wie gesagt, 3 Jahre, 2009 und 2012. Aber da hat sich optisch auf jeden Fall einiges getan. So, dann haben wir auch hier wieder die Lyrics. Klar. Hier jetzt die Seiten etwas heller und die Schrift schwarz, also das kann man dann doch deutlich besser lesen. Was spannend ist, wie so oft bei Caliban, genau, jetzt hier lesen wir es. Wir haben hier sowohl deutsche als auch englische Texte. Und hier sogar in einem Song das Ganze abwechselnd. Also wenn wir hier sehen, die ersten Abschnitte in Englisch und dann geht es hier in Deutsch weiter. Also, bilingual, einzelne Tracks. Dann haben wir hier wieder ein Foto der Bandmitglieder. Ja, auch wenn hier mehr oder weniger nur 4 von 5 zu sehen sind. So, hier dann wieder alle. Und weiter geht's mit Coverfield. Das ist, wie gesagt, so eine mehr oder weniger Doppel-EP. Genau, hier lesen wir es. Nein, hier lesen wir es nicht. Hier lesen wir nur die Credits zum Album, okay. So, hier geht's dann los. Das sind die einzelnen Tracks. Auch hier wieder alles erfasst. Beziehungsweise, was haben wir denn hier? Ah, genau. Das sind nicht die Lyrics, nachdem es ja Coverversionen sind. Nein, es sind Gedanken oder Aussagen der Bandmitglieder. Also wir lesen hier, was sie zum Beispiel dazu bewogen hat, ein bestimmtes Lied zu covern. Also hier nicht die Lyrics dabei, sondern entsprechend die Infos, die Hintergrundinfos, warum man die jeweiligen Lieder genommen hat. Dann haben wir hier das Cover zu Ghost Empire. Das ist aus dem Jahr 2014. Die Box zu Ghost Empire habe ich euch auch hier bereits vorgestellt. Bandmitglieder. Und hier geht es dann wieder los mit Lyrics. So. Bandfoto. Weitere Fotos der Band. Und hier geht es dann zum aktuellsten Album aus dieser Compilation, und zwar ist das Gravity aus dem Jahr 2016. Ja, ein Jahr vor dieser Compilation, vor dieser Memoirs-Box erschienen. Da sind die Lyrics, auch hier wieder sowohl deutsch als auch englische Texte. Bandmitglieder nochmal einzeln, als auch wieder in der Gruppe. Fotos ohne Ende. Schwarz-weiß, farbig, alles mit am Start. Und zum Abschluss gibt es dann hier noch die Infos zu dem gesamten Werk und zur einzelnen Bandaufstellung, zu den Bandmitgliedern. Ja, das war's zu dem Booklet. Sehr umfangreiches Booklet. Wie gesagt, handelt ja auch mehrere Releases ab. Also wie gesagt, 4 Alben und 2 EPs. Dann haben wir Sticker mit dabei. Die sehen so aus, 3 Sticker, einmal das hier, also klassisch das Albumcover oder das Compilation-Cover. Dann einmal hier, ja, das ist nicht ganz so freundlich, also wer Englisch beherrscht, das heißt so viel wie, ja, du verdammter Wichser, fall tot um, du machst mich krank, ja, geh raus aus meinem Kopf. Dann haben wir hier wieder ein Foto. Ich glaube, das hatten wir auch schon im Booklet. Einmal der Live-Auftritt hier. Also das sind allesamt Sticker, die 3 Stück hier quadratisch. Dann haben wir noch diesen Flyer zu Infos rund um das Label Century Media Records. Also da sind natürlich auch noch andere Bands dort. Und den habe ich euch schon gezeigt. Diesen kleinen Zettel hier mit der Durchnummerierung. Und jetzt würde ich sagen, ist es an der Zeit für die einzelnen Alben. So, Album Nummer 1, Say Hello to Tragedy. Wie gesagt, aus dem Jahr 2009. So sieht das aus, die Tracklist. Und da, oh, falsch rum, okay. Das ist dann die CD. Ja, also man hat hier die CDs auch abgewandelt. Also das ist nicht das eigentliche CD-Design des Albums, sondern wir lesen auch hier wieder Caliban Memoirs 2009 bis 2017. Bedeutet, man hat das entsprechend hier angepasst, dieser Compilation. So, einmal
dann kommen wir zu Album Nummer 2. Das ist dieses hier, I Am Nemesis. Hier wieder die Tracklist, das ist aus dem Jahr 2012. Und hier steckt es dir diesmal richtig drin, aber auch hier, wie wir sehen können, das Design hier entsprechend abgewandelt. Dann haben wir als nächstes die beiden EPs. So, Coverfield, sieht so nach Ruhrpott aus hier. Und genau hier haben wir die Tracklist, 10 sind es gesamt. EP Nummer 1 aus dem Jahr 2011, EP Nummer 2 aus dem Jahr 2012. Das ist die CD dazu, auch die ist natürlich wieder abgewandelt. Dann kommen wir zu Album Nummer 3, Ghost Empire. Dazu gab es ja auch eine eigene Box, wie gesagt, die habe ich euch vorgestellt. Das ist die Tracklist. Dann die CD. Sieht so aus. Und dann kommen wir zum vierten und letzten Album, nämlich Gravity aus dem Jahr 2016. Auch hier wieder die Tracklist drauf. Klar, wir haben hier 15 Stück. Und die CD sieht dann so aus. Also alle CDs hier entsprechend im Design abgewandelt. Und alle vier Alben plus die EPs kommen dann hier in Papphüllen. Gut, das war's soweit. Wir fassen zum Abschluss noch einmal kurz zusammen, was sich alles in der Box befindet. Einmal die eben gezeigten Releases hier, also wie gesagt, vier Alben und die zwei EPs, Caliban Werdegang, mehr oder weniger. Dann haben wir dieses Zettelchen hier mit der Limitierung, mit der Durchnummerierung, insgesamt 3000 Stück gibt es. Dann haben wir die Sticker, 3 Stück an der Zahl, diesen kleinen Flyer hier und natürlich das umfangreiche Booklet. Jawohl! So, dann packen wir das wieder zur Seite. Das alles in dieser wunderbaren Box Memoirs von Caliban. Mich würde natürlich interessieren, was haltet ihr von dieser Compilation bzw. der Box? Schreibt es in die Kommentare. Und wenn ihr die Musik feiert, falls ihr Caliban unterstützen möchtet, dann findet ihr die Links dazu unter diesem Video in der Videobeschreibung. Das war's für heute. Bis zum nächsten Unboxing. Passt auf euch auf.